that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Hallo, Alex. Hallo, David. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend oder Mittag oder irgendwas dazwischen. Ja, ich denke, das Geheimnis können wir lüften. Ja, wir nehmen abends auf, einen Tag vorher. Grundsätzlich, also das ist ja... Weil du mit Baggerschaufeln kämpfst und ja. Ich auch anderweitig total beschäftigt war. Aber Alex, ich habe direkt zu Beginn eine Frage an dich. Tell me. Weißt du, was Schokoladenkekse mit Schwimmbädern gemeinsam haben? Warte mal ganz kurz, lass mich kurz überlegen. 5 Minuten hätte ich beinahe gesagt. Nein, lass mich kurz überlegen. Schokoladenkekse mit Schwimmbad. Dazwischen liegt was Wabliges. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Klär mich auf und lass mich nicht umsterben. Und zwar kommt es tatsächlich von einem Leiter eines Energieresorts aus dem aus der Bundesnetzagentur, der sagte, im Gasnotfall werden als allererstes Schwimmbäder geschlossen, ja, und alle anderen unwichtigen, so wie zum Beispiel Schokoladenfabriken. Okay. Also dann. Und ich dachte mir so, es ist ja eigentlich nur fair, wenn man den Kindern und den älteren Leuten das Schwimmen oder die sportliche Aktivität verbietet, dass man dann auch gleichzeitig die Süßigkeiten verbietet. Hat eins ums andere. Auf der einen Seite dürfen sie keinen Sport mehr treiben, auf der anderen Seite müssen sie dann weniger Zucker essen. Ja, das ist doch auch schön. Was für eine Symbiose. Nein, eigentlich ist es Horror. Also wie kann man denn ein Schwimmbad mit einer Schokoladenfabrik vergleichen? Welchen gesellschaftlichen Wert haben Schwimmbäder? Oder? Das wäre mal eine Idee wert, ja. Also diesmal aus dem Grund zu gehen, zu sagen, welchen gesellschaftlichen Wert haben Schwimmbäder? Das ist eine These, mit der beschäftige ich mich mal nächste Woche und gehe dem mal auf den Grund. Weil das schon der Punkt ist, wo ich sage, interessant. Definitiv. Oder, was mir aufgefallen ist, nicht nur die Waschlappen-Verkaufszahlen steigen massiv an, sondern auch der Kauf von Katzen. Hunde. Tiere aller Art. Nee, Katzen. Katzen. Es gab ja da die berühmte Aussage, Baden-Württemberg, ne? Stellt's euch nicht an, nehmt's am Waschlappen. Mir ist aber aufgefallen, dass auch immer mehr Katzen kaufen. Kommst du drauf? Eigenständig, kann man streicheln, schnurren, maunzen sich an, sind was Schönes fürs Gemüt. Klär mich auf. Nein, wegen der Katzenwäsche. Also ihr merkt da draußen, heute wird es irgendwie nicht nur lustig, sondern einfach auch mal schön. Und wir werden uns definitiv hin und wieder mal einen wunderschönen Wortspiel zuschmeißen, wo der Alex 5-mal drum rumreiern muss, bis er irgendwann mal draufkommt. Katzenwäsche, alter Schwede. Hey. Okay. Es ist irgendwo Galgenhumor. Es ist in der aktuellen Situation, muss man Humor behalten. Und vielleicht auf die Werte zurückgehen, um da wirklich durchzukommen. Ja. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Und dieser Negativ-Trend oder Negativ-Strudel, er scheint kein Ende zu nehmen. Es gibt eine Hiobs-Botschaft nach der anderen. Aber wir, Alex und ich, wir bleiben positiv. Grundsätzlich. Wir lassen uns das Lachen nicht verbieten. Nein, es ist elementar in diesen Zeiten. Und das sollte auch euch da draußen so gehen. Es ist ganz wichtig, dass man hier mit positiver Energie für Wärme sorgt, die wir aktuell oder in Zukunft nicht mehr haben. Jetzt,
Okay, der versucht die Überleitung gerade zu finden und das schafft er gerade nicht. Deswegen hake ich mal ein. Also, hallo da draußen nochmal. Herzlich willkommen zum Podcast. Wie gesagt, wir versuchen immer wieder mal so den Witz, den Charme und vor allen Dingen auch das, was im Großen und Ganzen diesen Podcast ausmacht, die Interaktion zwischen David und mir, was ich einfach liebe, euch immer weiterzuführen. Und wir füllen es natürlich auch mit Inhalt in der Hinsicht, was in unserer Branche gerade passiert oder halt auch nicht passiert. Wie, warum wir das auch immer setzen möchten. Tja, wie ist es denn? Wir kümmern uns jetzt mit diesem Podcast, Podcast Nummer, ich muss echt sagen, das ist Nummer 5. Hey, wir haben Jubiläum, gell? Mist, ich habe Jubiläum irgendwie angekündigt, dass das jetzt was der Oberhammer wird. Aber ich gebe euch einfach mal was ab, weil wir ein Thema aktuell haben, was uns alle so massiv beschäftigt, dass es echt auch für viele, viele Bäder kriegsentscheidend wird in der jetzigen Situation. Dahingehend, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, man kann es gar nicht, ich würde es als Unwort 2022 irgendwann mal beziffern, oder? Ja, könnte man fast sagen. Energie! Ja. Energie, ja. Energie, ja. Genau, also dahingehend, wir werden jetzt mal uns so ein bisschen auslassen, was wir denn aus der Branche so gehört haben, was bei uns vor allem so läuft, werden euch ein bisschen teilhaben lassen an unseren Ideen, wie man gewisse Strukturen oder gewisse Sachen machen kann, aber auf der anderen Seite einfach auch schon die Wahrheit, da mal drüber zu sprechen, wie es denn wirklich ausschaut, weil die aktuelle Situation ist nicht so, dass man sagen kann, man kann mit in die Luft springen und Juhu schreien, sondern die aktuelle Situation ist wirklich so, dass man sich, also ich würde nicht sagen Sorgen machen, sondern ich würde echt knallhart sagen, sich Gedanken machen muss darüber, wie mein Arbeitsplatz gestaltet werden kann, dass es ihn auch weiterhin so gibt. Und das sind, glaube ich, und das sind wir alle gefragt, grundsätzlich. Also früher hat man immer drüber geschmunzelt, dass man drüber gesprochen hat, wenn die Mama gesagt hat, mach das Licht aus, es kostet Geld. Ja, jetzt ist es ein dem je mehr, genau dieser Satz, ja, lasst uns versuchen, Energie in der Hinsicht zu sparen, dass man halt auch das Politikum und das, was aktuell passiert, auch beherrschen kann. Und seid kreativ in dem Sinne, was man denn alles dann an Energiesparmaßnahmen auf der einen Seite machen kann, aber schaut, dass es vor allen Dingen weitergeht. Mehr denn je mit eurer Expertise, die ihr auch habt. So, das war jetzt die Einleitung, die fast 10 Minuten gedauert hat. Jetzt darf der Schatzele da draußen, was denkst du denn dazu? David, wie schaut Energie für dich aus? Ja, ich hab kürzlich ein bahnbrechendes Gespräch gehabt. Ich wollte dir darüber berichten, weil, na klar, überall wird gesucht, wo kann ich Energie einsparen? Und die meisten haben ja schon reagiert und die Temperatur runtergefahren in den Schwimm- und Badebecken. Und wie erzähle ich dir das jetzt? Jetzt kriege ich Angst. Ich hatte so das Bild im Kopf, wie der Bürgermeister bei 19 Grad in seinem Büro sitzt und wir bei 30 Grad in kurzer Hose in unserem Schwimmbad. Und dieses Bild ist irgendwie so ein Totschlagargument. Der liebe Kollege hat darauf gesagt, du, weißt was, dann sagt dein Bürgermeister ganz einfach, er hätte was Gescheites lernen sollen. Das war, lag mir auf der Zunge. Und ich fand diese Aussage so genial, weil es im Endeffekt stimmt. Aber wir dürfen uns nichts vormachen, ja, wir sind natürlich Energie schleudern, so kann man das, so muss man das auch sagen, ja. Mal die Emotionen weg, ja, das Gefühl weg, ja, und so weiter. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel Energie brauchen in Schwimmbädern. Und jetzt oder gestern eigentlich schon, sollte jeder mit seinem Plan B beginnen, weil man weiß nicht, was kommt und das, was kommt, wird wahrscheinlich von heute auf morgen entschieden, von ganz oben nach unten und dann ist es so. Ja, wir erinnern uns an die Privatpools. Ja, dürfen nicht mehr beheizt werden. Richtig. Ist ja so jetzt gesetzlich.
Und das kann natürlich dann auch im kommenden Winter auch Schwimmbäder treffen. Aber ich möchte euch Hoffnung machen, denn wir haben ja auch einen Auftrag. Ja? Und ich denke, dass unsere Institutionen in der Branche sehr dafür kämpfen, dass wir unserem Auftrag zumindest nachkommen können. Also was können wir jetzt tun? Plan B, wir könnten zum Beispiel genau für diesen Fall jetzt schon Konzepte erarbeiten intern, damit wir einfach vorbereitet sind. Ja. Frage an dich, hast du dich dahingehend schon vorbereitet, Alex? Wir haben uns dahingehend vorbereitet. Also ich habe einen sehr findigen Chef, auch der, mit dem wir das zusammen einfach auch machen. Und Andreas und ich sind da immer wieder dran, wirklich beschäftigt, genau dieses voranzuschreiten. Und für mich ist er ein großes Vorbild in der Hinsicht, weil er wirklich ein Vorausdenker und Vordenker ist. Und manchmal mit Ideen kommt, wo du im ersten Moment sagst, sag mal, jetzt hat er nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber auf der anderen Seite merkt man, wow, okay, manchmal, er ist immer wieder seiner Sachen voraus, und wenn man das immer wieder mal so ein bisschen durchdenkt und das dann aber mit Inhalt füllt in der technischen Natur, merkt man dann, ah, okay, man kommt diese Schritten weiter. Und das sind, glaube ich, echt Nuancen. Aber auch da kommen wir an unsere Grenzen. Wenn ich mir manchmal so überlege, was da in der Hinsicht auch passiert oder wie das in der Hinsicht auch mittlerweile läuft, ja, dass man da immer wieder mit, also seine ganze Kreativität schon fast ausgeschöpft hat in der Hinsicht, ja, wo man echt dazwischen steht, wo ich mir manchmal denke, das gibt's doch nicht, hey, das kann nicht wahr sein, hey, dass man jetzt eigentlich an den Bereich kommt, dass man nicht mehr weiter Energie sparen kann, ja. Also entweder macht alles kalt, lasst die Lichter aus, fährt die Lüftungsanlage auf Minimalbasis runter, was ja immer sehr gefährlich ist, wie man im Endeffekt in der Lüftung auch arbeitet, ja, was immer sehr krass an Schäden auch gleich zugleich oder auch maßgeblich passieren kann. Und ich glaube, man kann in der jetzigen Krise auch ein Bad wirklich tot sparen, ja, dass man genau immer wieder an die, also wir gehen ja sowieso schon immer wieder an die Grenze der Hygienehilfsparameter ran, ja, und bleiben, also ich gebe da lieber ein bisschen mehr aktuell aus an Laborwerten, um einfach mal zu gucken, hey, wo wandert denn mein Bad hin, als wie, dass ich sage, okay, ich lasse einfach standardmäßig dieses ganze Teil einfach durchlaufen. Und das ist der Punkt, wo ich echt sage, ja, da sollte man kreativ werden, ja, weil jede Kilowattstunde oder jede Leistung, wo im Endeffekt nicht mit 100% gefahren werden muss, ist aktuell wirklich ein Kilowatt, was gespart wird. Und ja, in den Bädern ist das ein massives Ding, wenn man allein da hinschaut, wie funktioniert da im Endeffekt auch diese aufeinander oder diese Zahnräder, die da ineinander greifen. Also ich bin auch jemand, der echt da auch mit dem Gesundheitsamt immer wieder ins Gebet geht. Die Frage dann, dass man im Endeffekt Legionellen vorher nehmen muss, 2 Wochen lang dieses ganze Ding laufen lassen muss, damit man im Großen und Ganzen betreiben darf. Also Mikrobiologie nehmen, da muss man, also wenn ich mal 3-4 Tage das Ding laufen lassen muss, okay, das geht auch noch irgendwie, aber alles andere finde ich eine absolute Utopie. Thermische Desinfektion ist ein Riesenthema, ja. Das ist so eine Energievernichtungsmaschine, ja, wo ich einfach sage, das ist der völlige Wahnsinn, ja. Wie kann man damit weitermachen? Also wirklich weiterdenken, was für Möglichkeiten gibt es, die man auch machen kann. Und darüber hinaus ist das genau der Punkt, wo ich schon aber auch mittlerweile wirklich an Grenzen komme, wo ich sage, also ja, es gibt fast nicht mehr viel mehr, an welchen Stellschrauben man schrauben kann. Und dann sind es eigentlich nur noch die Schrauben, dass man sagt, man macht Dinge zu. Ja, man macht im Endeffekt Attraktionen zu, man macht Saunen zu, man, also das sind alles so Punkte, aber Andreas und ich haben uns immer wieder darüber auch massiv ausgetauscht. Dieser Imageverlust, den man sich durch die Attraktionsschließerei hat, diesen Deckmantel, den kann man zum Glück der Energiekrise zuschieben, aber er ist doch irgendwo da. Und das ist was, wo ich echt, boah, da stehe ich schon auch, ja, mit so Fragezeichen im Kopf, wo ich dann schon sage, okay, wie kann man das noch weiterführen und wie kann man es weiter treiben, dass das Stellenwert Bad auch wirklich, ja, diesen Stellenwert der Gesellschaft weitertragen kann. Und ich finde die Aussage ist genauso, hätte man was Ordentliches gelernt, genau, also dahingehend. Ja, also ich finde es schwierig, aber
ich habe auch gesagt, wie im Endeffekt das Kaninchen vor der Schlange in Starrheit zu verfallen, ist, glaube ich, der absolut falsche Weg. Ja, es hinzunehmen ist der falsche Weg, sondern mit der Expertise, die wir besitzen und wir haben, mit der jetzt reinzuhauen und zu gucken, was kann man machen. Und da sind wir eigentlich, glaube ich, an dem Punkt, dass man sagt, hey, jetzt netzwerken, Leute fragen, was tut ihr, was können wir noch übernehmen? Was, und das sind, glaube ich, so Punkte, die wir jetzt anschüren müssen. Ja, richtig. Mir ging es in den letzten Wochen genauso. Also was ich alles für naturwissenschaftliche Formeln wieder rausziehen durfte, für die Schwimmbad-Plattform Family, hat richtig Spaß gemacht eigentlich. Und ich möchte hier vielleicht nochmal einen kleinen Hinweis geben. Alex und ich, wir haben ja schon gemeinsam wirklich einiges auf die Beine gestellt, ja, was Energieeinsparung betrifft. Und wir bieten das auch an für euch. Also wenn ihr da wirklich mal so einen Energiecheck haben wollt mit Lösungsansätzen, mit kompletten Berechnungen, wir sind die Dudes für euch, die Schwimmbad-Nerds. Yeah. Ne? Es fehlt. Und man mag es nicht glauben, man mag es wirklich nicht glauben, wie betriebsblind manchmal man selber ist. Das hat auch nichts mit Fachkompetenz oder Sonstiges zu tun, sondern es ist ein externer Blick auf solche Dinge manchmal Gold wert. Absolut. Gell? Also wir haben bei uns auch Leute, die durchrennen und da schöne Grüße ans Ezerhaus Kempten, die mit uns das auch immer wieder durchgehen und schauen, wo kann man, an welchen Stellschrauben kann man noch schrauben. Und also wir sind da auch offen. Also ich glaube, dass wir ein großes Portfolio zu bieten haben, aber auch da ist es der Punkt, ja, offen zu bleiben, eben nicht abzustempeln und sagen, ich weiß alles, sondern wirklich den Punkt zu wissen, hey, es gibt in allen, in so vielen Fachbereichen so gute Leute oder auch Leute, die unheimlich kreativ sind und ideenreich da sind, wo man echt sagen kann, wow, also lernen wirklich voneinander und gucken, was kann man, behalte das Gute und stoß das andere ab. Und ich glaube, das ist der Punkt, der immer wieder kommen muss. Und wenn man da aktiv bleibt, ja, cool, absoluter Wahnsinn. Und wir kommen gern zu euch, wirklich. Das ist ein Punkt, wo wir sagen, ich glaube, David und ich haben mittlerweile ein gutes Portfolio mit auf der Pfanne, wo man gucken kann, in welchen Eckbereichen geht vielleicht noch was, ja. Und es geht nicht darum, alles umzukrempeln, sondern es geht darum, Nadelstiche zu setzen oder dann halt einfach mal zu gucken, hey, wo sind denn die toten Hasen begraben, mit denen man dann arbeiten kann? Richtig. Genau so. Und zum Personal nochmals zurückzukommen. Ich glaube, keiner von uns Fachkräften da draußen, diejenigen, die ihren Job machen, braucht sich keiner verstecken. Egal, was kommen mag. Denn in unserem Berufsbild, wie viele Berufe haben wir gezählt, Alex? 20, 30 Berufsbilder stecken eigentlich in diesem einen Beruf drin. Das heißt, im äußersten Notfall, wir können überall hin. Ihr könnt überall hin. Ist es so. Ja? Das Schöne ist, dass wir sehr vielseitig einsetzbar sind. Und das muss man, glaube ich, auch mal an der Stelle sagen. Und so als kleiner Motivationsbegriff in den Raum stellen. Denn wir müssen uns so zeigen. Ja? Und ich glaube, es kann nicht sein, dass man dann nur im Bad verharrt, um Wartungsarbeiten zu machen, wie es ja teilweise auch in Lockdowns war, was vielleicht den ein oder anderen Bad zugute kam, aber bei anderen vielleicht weniger. Also ich denke, wir können uns hier auch gesellschaftlich wirklich hervorheben und zeigen, dass unser Berufsbild nicht nur wichtig ist, ja, in dem, was wir tun, sondern auch darüber hinaus. Ja. Und was ich da vor allem sehe an euch alle da draußen, das ist wirklich der Punkt, wo ich echt appelliere an euch. Es wird immer oft gesagt und diese typischen Sprichwörter in der Hinsicht, ja super, der Badmeister kann viel, aber nichts gescheit, ist, glaube ich, der Punkt, wo ich echt sage, dreht es doch mal um. Wir können viel und sind bereit zu lernen, wenn wir in die Expertise gehen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir haben einen sehr, sehr großen Überblick über die Dinge, die laufen müssen. Und haben es gelernt, die Schnittstellen anzufassen. Und das sind Punkte, wo man echt sagen muss,
nutzt diese Fähigkeiten, um, wenn es neue Aufgabenfelder gibt, genau sich dann da einzuarbeiten. Diesen Überblick zu haben, wo geht's hin, und dann bereit zu sein, auch nochmal in gewissen Endbereichen nochmal zu lernen. Und das ist der Punkt, den ich absolut sehe, dass das genau auch passieren kann und passieren wird, dass man eigentlich sich schätzen kann, einfach in so vielen Bereichen auch Einblick bekommen muss, oder Einblick bekommen zu haben, um dann da einzusteigen. Mhm. Also dahingehend, ich glaube, wir sind vielseitig, müssen es eigentlich uns auch trauen, dass gewisse Dinge sich ändern oder dass man auch mal was anderes macht, ja, um dann wieder zurückzukommen. Mhm. Cool. Und ich denke auch jetzt in der Planung dorthin, spielt vielleicht die DIN 15288 eine sehr große Rolle? Ne? Ja, Stromausfall. Beziehungsweise längerer Stromausfall. Ja. Und also, wenn wir uns die Geschichte angucken, dann gab es Schwimmbäder immer. Seit den Römerzeiten. Die gab es immer durchweg durch. Ja, und vielleicht mal auch ein kleiner politischer Hinweis. Schwimmbäder könnten ja auch in Notzeiten als Trinkwasserreservoir genutzt werden, so wie es ja ursprünglich mal war. Ja, oder die Duschanlagen, wenn es tatsächlich diesen Notstand gibt, dass in der ganzen Stadt der Strom ausfällt, dass man sich jetzt vielleicht schon mal Gedanken macht, hey, mit einem Aggregat oder wie könnten wir denn zum Beispiel in Turnhallen, ja, und so weiter, in Verbindung mit Schwimmbädern, wie könnten wir den Leuten zumindest dann helfen? Und da bietet sich auch wieder das Schwimmbad ideal an. Und diese Aussage, dass Schwimmbäder nichts wert sind, also, ne, so kam es für mich rüber, so gesellschaftlich, ja, die sind ja nur Energieverbraucher. Also den Kameraden, den würde ich gerne mal einladen. Und vielleicht kommt er ja mit uns ins Plansch. Schauen wir mal, ob wir den anschreiben, den lieben Herrn. Und dann zeigen wir dem mal, was eigentlich Schwimmbad wirklich bedeutet. Absolut. Sozial, gesellschaftlich und so weiter. Und vielleicht auch mit seinen Augen, ja, aus energetischer Sicht, in Krisenzeiten wieder ganz neue Potenziale auch in Schwimmbädern hier in Deutschland entstehen können und dann auch müssen, so wie ich sehe. Ja, und ich glaube, das ist genau auch immer wieder der Punkt der Erfindung, wie schafft man da Raum und wie schafft man vor allem Potenzial dafür. Und ich denke auch weiter in dem Sinne, dass ich sage, hey, gerade Schwimmbäder gesellschaftlich sich auch noch zu treffen, einen warmen Ort zu haben, wo man einfach mal kommen kann und einen Eintritt bezahlt und einfach auch wirklich warm duschen kann, schwimmen kann, sich bewegen kann, einen Ort zu haben, wo man sich eben auch in diesem Bereich dann auch trifft, das eben auch so weiterzudenken, ja, weil es eben auch ein gesellschaftlicher Raum ist, wo eben auch ein Stück weit einfach eine Stadt tragen kann. Also ich bin ein totaler Fan davon, eben Schwimmbäder eben nochmal neuen Stellenwert gerade in diesem Bereich wirklich zu geben, ja. Wir legen so viel Wert auf Hygiene, ja, und legen so viel Wert darauf, dass das einfach sauber und gut funktioniert, ja. Und wenn man das bündeln kann, in dem Sinne, dass es energetisch genau auch ausgefertigt ist, integriert ist und vor allen Dingen intelligent nachgearbeitet ist, ob es eine Duschwasseraufbereitung ist, ob es im Endeffekt Dinge sind, wo man echt auch eben mit den Ressourcen auch haushaltet, ja, glaube ich, ist das schon ein Punkt, der definitiv in diesem Bereich absolut auch nochmal einen anderen Bezugspunkt bekommt. Aber da, das ist genau der Punkt, wo man wirklich weiterdenken muss und sich überlegen muss, das auch voranzutreiben und das vor allen Dingen den Leuten auch klar zu machen. Ja, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und bei den meisten habe ich so das Gefühl, ja, es wird schon wieder rum sein. Ja. Jetzt müssen wir da halt mal durch, 1-2 Jahre und irgendwie wird es dann schon wieder gehen. Da glaube ich nicht dran. Also ich denke,
diese Krise, so schlimm sich das auch anhört oder so schlimm es auch für den Einzelnen sein mag, gibt es dort auch gute Dinge zu finden. Also ich merke das ja selber, dass man bei vielen Dingen einfach nochmal überlegt, macht das jetzt eigentlich Sinn, was ich da tue? Ist es jetzt wirklich wichtig, was ich da tue? Ne? Also dieses bewusstere Umgehen auch mit Lebensmitteln oder sonstigen, ja, das finde ich sehr positiv. Also ich finde es genial eigentlich. Gut, man kann sich jetzt streiten. Ne? Wir sind wirklich in der Krise. Man muss vielleicht überlegen, wie fange ich denn selber in meinem Bad an? Und da bin ich oft erschrocken, dass viele nicht mal wissen, wie viel Energie die am Tag brauchen. Ja, du kennst ja den Klassiker, ich schreibe jeden Tag die Zähleruhr ab, weiß aber nicht, welchen Verbrauch ich habe, weil da müsst ihr ja rechnen. Verstehst du, wie ich meine? Der absolute Klassiker. Und wenn dann tatsächlich mal sagst du, okay, lass uns das mal durchrechnen, wie viel Verbrauch hast du in der Woche? Da wird es schon schwierig. Und das sind eigentlich Zahlen, Daten und Fakten, die muss ich in meinem Bad kennen. Und das ist, glaube ich, so die Ausgangssituation, um dann wirklich auch an die Themen Potenzialfindung ranzugehen. Oder vielleicht auch für die Zukunft, also mittel- bis langfristig, da auch das Energiethema anderweitig aufzustellen. Wie siehst du das? Sehe ich ähnlich, von dem Sinne, dass ich sage, also für mich ist es unerlässlich zu wissen, was bei mir im Bad im Endeffekt läuft. Also man schreibt Excel-Tabellen noch und nöcher, was elementar ist darüber, um genau auch darauf Rückschlüsse zu ziehen. Am Anfang war es eben der Punkt, dass wir diese ganzen Verbrauchsdaten aufgeschrieben haben, wenn eben massive Veränderung in diesen Verbräuchen drin ist, einfach zu gucken, hey, haben wir irgendwo ein Leck? Jetzt ist es der Punkt, zu gucken, hey, was sind denn meine großen Verbraucher? Wo schlagen die denn an? Ja? Und wenn ich diesen im Endeffekt um die Hälfte reduziere, was ist denn im Gesamtverbrauch? Wie funktioniert denn das? Ich verstehe das, dass man natürlich eine Gesamtaufnahme aller Verbraucher, die mir da drin ist, das zu machen, ist ja utopisch. Aber wenn man im Endeffekt gewisse Messwerte hat, wie Wasserverbrauch, Kanalverbrauch, Stromverbrauch an den einzelnen Elementen, Herzverbrauch an den jeweiligen FUs. Also es gibt ja im Endeffekt so gewisse Aufmaße, wo man echt auch dann weiß, okay, in welche Richtung kann man denn da ein Stück weit auflaufen. Auf der anderen Seite hat das definitiv auch gerade diese Energiekrise natürlich in der Hinsicht was für sich, weil wenn ich mir überlegt habe, vor 3-4 Jahren hat jeder irgendwie so ein Stück weit so lapidar rausgesagt, also das kann ja fast, also wie lang soll das denn noch so gehen in diesem Überfluss? Ja, bis jetzt. Ja, und ab jetzt beginnt im Endeffekt eine Zeit, dass wir einfach auch schon lernen müssen, ich glaube, mit einem gewissen Verzicht zu leben. Uns damit einfach auch auszurichten, zu sagen, manche Sachen sollte man halt einfach nicht tun. Und das fängt im Kleinen an, dass ich sage, ich fahre nicht mit dem Auto zum Bäcker. Ja? Und es fängt im Großen an, dass ich ganz klar sage, okay, ich versuche das, was massiv Wasser braucht, das, was massiv Wärme braucht, das, was massiv Strom braucht, so einzudämmen und so klug zu schalten, ja, dass man das Ganze irgendwo drosseln kann, ja, und ich sage auch, das bedarf wirklich auch viel Arbeit, das ist knallhart, das ist echt, also, was ich die letzten anderthalb Jahre oder zwei Jahre an Energiedaten geschrieben habe, an Excel-Tabellen geschrieben habe, an massiven Umstrukturieren geschrieben habe, das ist ja, also, auf der einen Seite total cool, weil man halt einfach auch mal nur mal einen ganz anderen Zugriff auf das kriegt, ja. Auf der anderen Seite ist man jetzt auch vorbereitet, auf gewissen Ebenen halt auch einzusteigen. Und das sind schon so Punkte, wo man jetzt klug sein muss und als Fachkraft anfangen muss, eben genau diese Energieproblematik jetzt wirklich am Schopfe zu packen und zu gucken, wo läuft Wasser weg, was nicht weglaufen muss. Ja, und
da ist es nun mal halt einfach der Lichtschalter im Keller. Weil bei uns ist krass, wenn der Lichtschalter im Keller betätigt wird, dann gehen da aktuell 47 Lampen an. Ja, die brauchen Strom. Punkt aus, fertig. Ja, und das sind immer so Punkte, wo ich dann schon sage, hey, ja, seid euch bewusst, was ihr dann in den jeweiligen Sachen tut. Früher hat alles gebrannt. Ist völlig wurscht. Nee, ist es eben nicht mehr. Und das ist der Punkt, wo ich schon sage... Heißt es bei dir, geht mal mit der Taschenlampe in den Keller? Ja, ich führe das ein, eine LED-Taschenlampe, die dadurch geladen wird, dass sich jemand auf dem Fahrrad sitzt und mit einem Dynamo sie lädt. Coole Idee. Nein, ich meinte, ich spiele da auf ein Thema an, dass man auch bis zu einem gewissen Punkt hin sparen kann, aber darüber hinaus ist dann schwierig. Ne? Also denken wir mal Arbeits- und Gesundheitsschutz, denken wir an die Hygiene. Ne? Und wir haben da eine Menge Potenzial in den Schwimmbädern. Ja. Lassen wir mal die Negativpresse weg. Ja, die Negativpresse, die immer mit den Ängsten eigentlich der Menschen spielt und man da ein bisschen aufpassen muss. Aber ich denke, da, wo viel Energie verbraucht wird, und ich sag's nochmal, da ist das meiste Potenzial. Und da sind wir jetzt am Zuge, das herauszuarbeiten und da aktiv zu werden. Ich denke, gut, die meisten oder viele sind da wahrscheinlich schon länger dahinter, beziehungsweise es waren externe Firmen da, die das dann gemacht haben. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sollten uns da einfach anders da aufstellen und das eigentlich auch positiv sehen, weil es kann auch durchaus interessant sein, ja gut, das sage jetzt ich, ja, auch mal nochmal zurückzukehren ins Formelbuch, ja, Verdunstungsenthalpie, diese Thematik, die großen, dicken Formeln mal auszupacken und da mal wirklich einzusteigen und sagen, wie hängt das jetzt zusammen? Ja, was ist denn, wenn ich die Beckentemperatur hoch und runter schraube? Wie muss sich denn die Lüftungsanlage verhalten? Was passiert denn da? Was passiert mit Wasserbewegung? Was passiert in der Nacht? Wo sind die Potenziale? Und ich kann euch sagen, es ist für mich persönlich immer ein Riesenspaß, eine Riesenfreude, da neue Potenziale zu finden. Und da gibt es massenhaft. Absolut. Und es kann auch richtig Spaß machen. Und aber was ich gemerkt habe, und das kam jetzt gerade, ist genau der Punkt, Leute, fangt an wirklich, also meine Verbrauchswerte, glaube ich, gibt es kaum noch Bäder, die das nicht machen. Ja. Aber das Schöne ist, man schreibt sie halt und schreibt sie und schreibt sie und schreibt sie, ja. Jetzt kann man sie dafür nutzen, im Endeffekt, um Referenzwerte zu schaffen. Weil das ist eben das Schöne, wenn man eben genau jetzt anfängt, an dieser Energieschraube dann doch bei den Verbrauchern zu setzen, dann wirklich Rückschlüsse zu ziehen, hey, was hat es denn wirklich gebracht? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wie, dass man irgendwas macht und eigentlich keine wirklichen Daten, Rückkopplungen bekommt. Was ist denn überhaupt passiert? Ja? Und das sind... Ja, oder welche Auswirkungen hat mein Handeln dann auch, ne? Ja, absolut. Und ja, bin voll bei dir. Wir sind, ich nenne es immer ganz gern Energievernichtungsmaschinen, ja. Aber auch die kann man so gut trimmen und auch so gut einstellen, ja, dass sie eben den Hygienehilfsparametern ordentlich laufen, dass man sein Gebäude nicht kaputt macht, dass man seine Lüftungsanlagen nicht kaputt macht, und dass man aber trotzdem ein gewisses Energielevel auch erreicht. Und da, ich glaube, das liegt in jeder Verantwortung von uns selber, da einzusteigen. Ja, wo einfach da zu sagen ist, hey, wo muss ich rangehen, dass das für mich ein Stück weit einfach ein Thema ist, wo ich auch einfach ein Stück weit einfach Energie sparen kann, wie dies auch immer ausschaut. Ja, Schimmel ist das Immunsystem des Schwimmbades. Das ist der Spruch der Helme. Geil. Oh Mann, cool. Ja, durchaus. Alex, lass uns noch ein paar Tipps raushauen. Ein bisschen Content geben in Bezug auf Energie. Was fällt dir spontan ein von unserem Portfolio? Macht Licht aus.
Ja, mach's Licht aus, mach's Licht aus. Also ganz ehrlich, Portfolio in der Hinsicht, wir haben wirklich geguckt, gerade wegen der Lüftungsanlage nochmal, wie ist die Steuerung dahinter? Also ich war selbst erstaunt, so als wir das erste Mal umgeschrieben haben, wie doof mir diese Lüftungsanlage eingestellt hatten. Das muss man knallhart sagen, ja. Und das ist ein hohes Potenzial. Da stecken wirklich Monstermotoren dahinter. Man kann auch dazu sagen, die Wärme oder der Wärmeverbrauch vom Schwimmbad, ja, der Lüftungsanlage, also der Raumluft, ja, liegt beim Gesamtwärmeverbrauch etwa bei 60%. Gut, weiß es. Also seht ihr mal, was da für Potenzial drinsteckt. Ja. Ja, 60-70% vom Gesamtwärmebedarf des Schwimmbades. Allein die Lüftungsanlage. Und ihr müsst euch überlegen, es macht einen riesen Unterschied, ob ich mit 100% Außenluft fahre oder halt im Endeffekt mit dieser Klappe einfach auch spiele und diese Klappe ein Stück weit mit der auch eingehe, weil dann beginnt nämlich wirklich sparen. Es hat nicht jeder einen Kreuzwärmetauscher, es hat nicht jeder irgendwie eine WAG noch hinten dran. Das ist immer so eine Sache, wie alt die halt einfach ist. Aber nichtsdestotrotz kann man eben mit genau da mal spielen und mal gucken, wie kann man Einfluss drauf nehmen. Und da steckt so viel Potenzial drin. Und Leute, es steckt auch massive Potenzial drin. Ich war in einem Bad drin, ja. Also mir sind fast die Augen rausgefallen, weil ich mir gedacht habe, ich frage mich, wie diese Lüftungsanlage noch funktioniert hat. Diese Lüftungstaschen, die da drin waren, die waren sage und schreibe 7 Jahre alt. Also zu war kein Begriff, ja. Also ich weiß nicht, wie das, also da hat sich auch dieser Rahmen, der diese Taschen hält, ja, der war so leicht nach innen gebogen. Also, und das sind alles so Punkte, wo ich sage, Intervalle mal angucken. Also gerade diese Lüftungstaschen, wenn die natürlich zu sind oder mal Feuchtigkeit bekommen haben, ja, aus welchen Gründen auch immer, ja, ja, der Motor, der arbeitet absolut im Endbereich. Das ist der Punkt. Und so, und der einfachste, es ist immer noch der beste Punkt. Ich sag's immer wieder, ja, wir haben viele auf LED umgestellt, aber dieses Licht ausmachen, ja, wenn das einfach mal so in einen wieder reinkommt, ja, man glaubt nicht, was man da einfach im Nachgang, gerade bei uns im Bad, wie wahnsinnig viele Beleuchtung wir haben, da auch nacharbeiten kann. Ja, wir haben Lumwerte, die wir mindestens bringen müssen, damit im Endeffekt die Fluchtwege oder überhaupt auch die jeweiligen Beckenumgänge so ausgeleuchtet werden müssen, dass man auch in der Versicherungshaftpflicht drinne bleibt. Nichtsdestotrotz muss man das aber nicht immer nach oben korrigieren, sondern einfach mal gucken, hey, bei welchen Werten kann man nach unten korrigieren. Das ist erstmal so, ich glaube, Nachtbeleuchtung, ja? Einfach mal zu gucken, was ist denn draußen alles beleuchtet, ja? Und einfach sich mal überlegen, muss das auch wirklich so sein? Wir hatten zwischenzeitlich mal einen fetten Maststrahler bei uns draußen, der echt lang geleuchtet hat, durchweg, ja. Das sind 4 solche High-End-Riesendinger gewesen. Das waren zwar LED, aber trotzdem, also, die machen es echt hell. Und nichtsdestotrotz, das ist der Punkt, wo man echt sagen muss, da wirklich mal hinzugucken und intelligent zu arbeiten. Wassertechnik, weil da bedarf es wirklich auch großen, einfach auch wirklich dem Hintergrund, dass man sagt, okay, immer nach den Hygienehilfsparametern zu gucken, wie läuft es. Das stehen wir gern bereit dafür, dass genau das auch zu optimieren. Ja, also ich habe jetzt wirklich viel Erfahrung in diesem Bereich gesammelt oder sammeln dürfen, weil mir einfach da in diesem Bereich gerade unheimlich viel Zeit und Geld und auch einfach viel machen konnten, ja, wie man einfach auch da in diesen Wellen und in diesen Amplituden drinne arbeiten kann. Das nächste ist wirklich, so krass wie es klingt, schaut eure Saunaöfen an, wenn ihr im Großen und Ganzen Stromöfen habt, ja, ist ja brutal, was da vernichtet wird. Die große Frage ist, wenn ein 24 kW Ofen da drinne steht, braucht er seine 24 kW wirklich? Ja, oder kann man sagen, okay, ich arbeite nur mit 20 oder ich arbeite nur mit 18 kW, ja, und nehme einfach mehr Zeit in der Aufheizphase und in der Unterhaltsphase,
brauche ich einfach, muss ich in der High-End-Phase weniger arbeiten. Also da ist es immer der Punkt. Also da bin ich ja auch noch so irgendwie dran zu gucken, hey, gibt es da eine intelligente Steuerung nochmal dahinter? Wenn da jemand was weiß, bin für alles offen in dem Sinne. Ja, grundsätzlich für Schwimmbäder gibt's ja auch nur wenige Möglichkeiten, ja, ne, weil die Energiekosten in die Höhe steigen, wird der Preis umgelegt, ja, schränke ich ein, was mache ich, ja, und Preis umlegen, weißt du selber, was das bedeutet, ja, die Spirale, nee, wie überall. Das wird irgendwann nicht mehr bezahlt. Auf der anderen Seite vielleicht hier auch nochmal ein Statement nach draußen. Also ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass vielleicht zu Hause die Menschen immer mehr gezwungen sind zu sparen, gerade mit Kindern und so weiter, ist es dann vielleicht doch lukrativ, wenn man die Preise nicht ganz so hoch macht, dass man auch mehr Badegäste hat. Ja, dass sich das wenigstens irgendwie rechnen kann. Klar, Badegast mehr bedeutet mehr Energie. Erstmal duschen und so weiter. Aber das kann ich doch auch klug reduzieren. Ja? Dass die Leute halt nimmer so lang unter der Dusche stehen. Ja? Über die Eintrittstarife, Zeittarife. Ich kann hier vieles regeln. Und ich glaube, allein von den Besuchern her spielt uns das wahrscheinlich in die Tasche. Ja. Ne? Obwohl es monetär hinten raus wahrscheinlich schlechter denn je aussehen wird, wenn überhaupt. Aber wir werden sehen. What's he? Was hast denn du auf der Pfanne, ja, Großer? Was ist denn. Wie was auf waren der Pfanne? So dein größter oder das dein größtes Erlebnis in der Energiesparen Wahnsinn? Was ist so ein Punkt, was du mal im Bad angefasst hast? Also wir konnten damals oder das letzte Bad, in dem ich war, haben wir die Energiekosten damals so als Projekt, ja, mit Investitionsphasen angegangen. Und also wir waren ungefähr vom Gesamt, von den Gesamtaufwendungen im Haushalt bei einem Fünftel Energiekosten. Und das ist brutal, also es ist wirklich brutal. Und ganz einfache Möglichkeiten, ja. Absolut. Gut, damals hatten wir eine neue Lüftungsanlage verbaut und die alte, ne, das ist natürlich... Ja, klar, dass dann die Energiekosten runtergehen. Aber ich glaube, ich hatte jetzt in der letzten Woche bei eines meiner Kunden, also der Schwimmerplattform Family, fast 25% Energie eingespart. Durch ganz einfache Kniffe. Ganz einfach. Und das gibt mir dann einfach irgendwie auch so, ja, das Gefühl, ich habe was Gutes getan. Natürlich freut es den Kunden auch, ja, weil wir müssen alle irgendwo was tun. Ja, 20%, 30% sind nicht viel, wenn man sich überlegt, dass eigentlich die Kosten auf nahezu 100.000% ansteigen. Ja, aber wir können genau aus dieser Brisanz diese Potenziale noch mehr zur Geltung bringen, weil es mehr denn je gebraucht wird. Und deshalb... Wie gesagt, also wir beide sind da offen, ja, schreibt uns an, telefoniert uns an, wir kommen gerne vorbei, wir erstellen euch von A bis Z da ein richtiges Konzept und ihr werdet sehen, da kommen Dinge raus, die hättet ihr wahrscheinlich selbst nicht für möglich gehalten. Absolut. Ja, also Energie ist ein Riesenthema, allein in dem Sinne, dass man echt gucken muss, was macht das mit einem? Um vielleicht jetzt mal von der Tippschiene so ein bisschen den Schwenk mal dahin zurückzumachen, wer wir sind in der Energiekrise. Ich verstehe das, wenn das Angst macht, einfach auch um den Arbeitsplatz, ja, wenn es sich schon Gedanken erstmal macht, hey, wo geht das für mich hin?
Ja, was ist das wirklich für mich? Und ich glaube, und ich will vor allen Dingen, dass wir das Lachen in der Hinsicht nicht verlieren über unseren Job. Ja, es ist aktuell traurig genug, dass ein Krieg wütet, ja, und dass diese Beeinflussung in unser ganzes Leben her stattfindet. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es genau der Punkt, auch an euch Führungskräfte da draußen, den Menschen und den Mitarbeitern doch immer wieder eben diese Freude an diesem Job nicht zu, in der Hinsicht verkommen zu lassen, sondern das immer wieder auch herzurufen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der auch den Menschen, die bei uns im Bad dann stehen, auch überspringen kann. Ja? Wenn man so ein bisschen reinhört, über was man sich tagtäglich unterhaltet, dann geht es eigentlich nur noch um Krieg, Energiekrise und wo ist mein Geld geblieben. Ja? Und glaube ich, in dieser ganzen Phase ist es gut, einfach auch mal immer wieder durchatmen zu können. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich immer als in meinem Bad auch verstanden habe, ja, einfach auch da zu sein für die Leute, da zu sein für die Mitarbeiter und dann da zu sein für den Kunden, ja, offenes Ohr zu haben, aber eben das Ganze auch mit Leben zu füllen, ja, und einem Demier, dass wir uns hinstellen und dieses Leben einfach auch weiterfüllen und auch mit einer gewissen Freude und mit einem gewissen Spaß und mit einem gewissen, ja, Trieb nach vorne, dass wir doch unseren Job lieben und unseren Job mit dem auch vorangehen können. Das jetzt im dritten Jahr, ne? Du weißt, worauf ich raus will. Dieses immer wieder motivieren und immer wieder Hoffnung spenden als Führungskraft oder als Kollege. Irgendwann ist da mal die Luft raus, gell, so gefühlt, ne? Aber ich glaube, jetzt wird's umso wichtiger, dass auch wir da durchhalten und nochmal einen drauflegen. Ja. Vielleicht können wir die Helden der Krise werden. Ja. Finde ich ein gutes Statement. Und ich denke, man muss die Chancen der Krise nutzen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann drehe ich schon mal diese Negativspirale für mich und habe schon mal ein anderes Ziel vor Augen. Und das ist, glaube ich, der Sinn und Zweck des Ganzen. Ja. Und deswegen denke ich momentan viel drüber nach, wie könnten denn Schwimmbäder oder die Einrichtungen, Schwimmbad, ja, auch in einem Notfall, in einer Krise zu Gewinnern werden, in welcher Form auch immer. Ja, und ich glaube, das... Oder die Menschen, ja, das Personal in den Bädern. Mhm. Auch hier, wir haben alles jetzt in der Hand. Wir können alles entscheiden, was wir wollen. Ja. Natürlich hat keiner Gewissheit und es macht viele verrückt und wahnsinnig, weil morgen kann wieder alles anders sein. Aber ganz ehrlich, das kennen wir die letzten 2 Jahre, dass jeder Tag anders sein wird. Und es wäre auch langweilig, wenn jeder Tag derselbe wäre. Absolut. Dafür sorgen wir schon, dass es nicht so ist. Oder besser gesagt, die Regierung sorgt dafür, dass es nicht so ist. Bagage. Können wir uns einigen darauf, dass wir nicht zu weit in das Thema Politik gehen? Wobei Shitstorm kann ja auch Reichweite bedeuten. Hast du ein Statement für Reichweite, Alex? Statement für Reichweite? Ja, ich bin immer jemand, der das Ganze in der Hinsicht aufmacht. Reichweite bedeutet ja, wenn man das so das Wort trennt, Reich und Weite, ja. Und ich glaube, das ist das, was es auch sein kann. Du bist reich darin, dass du die Weite siehst. Und spätestens, wenn man auf einem Berg steht, ist es genau das, ja. Der Reichtum der Weite, des Horizonts, und dieses Vergessenwerden und dieses Loslassen des Mindes ist genau der Punkt, den wir lernen müssen und den wir immer wieder neu aufbauen können. Und deswegen, also das gebe ich euch gerne mit, macht es wirklich. Geht immer wieder mal auf Höhen. Halt, stopp. Ich muss da einlenken. Danke, Alex, danke. Das war wieder mal einer deiner Spitzen. Gigantisch. Und reich und weite. Diese 30 Zentimeter vor deinen Augen, dieser kleine Kasten,
der dir ständig diese Negativ-Scheiße reinprügelt. Ja. Geh auf den Berg und schau in die Weite. Raus aus diesem Kasten. Ja. Und dann geht's dir besser, glaub mir das. Jetzt darfst du weitermachen, Entschuldigung, das musste ich mal erwähnen. Ja, also mehr denn je. Ich glaube, genau in Krisenzeiten ist es wichtig, sich immer wieder mal auf sich selber zu berufen und wieder mit sich selber auch, sich selber klar zu werden, was bin ich, wer bin ich und wo komme ich her. Und das birgt auch Sicherheiten. Und wenn man mal so ein bisschen auch uns anguckt, wie wir funktionieren und wieder auf diese primäre Struktur zu kommen, zurückkommen. Leute, die primäre Strukturen ist Familie. Und genau in dieser Familie einfach auch wieder Bindungen zu suchen, Gespräche zu suchen, weil da birgt unheimlich viel Sicherheit. Und an die Leute da draußen, die alleine sind oder keine wirkliche Familie haben, ja, es gibt so viele Freunde, es gibt so viele Bereiche, die dieses auch mit ausfüllen, ja. Und das sind Punkte, die einfach auch immer wieder neu gepflegt werden müssen, ja. Ich habe mal ein cooles Lied da eben dazu gehört, das eben auch gesagt hat, wo es eben um Freundschaft geht. Jede gute Freundschaft ist nur dann was wert, wenn sie gebraucht wird. Ja, wenn sie gebraucht und verwendet wird. Und wenn man was gebraucht, dann geht was kaputt. Und man geht, und es geht, man kann es wieder fixen und man kann es wieder voranbringen. Und das ist aber der Punkt an euch, jetzt auch in der Energiekrise, dieses Ganze voranzubringen und ein Stück weit einfach wieder auf sich zu berufen. Und wir geben euch Reichweite mit, ja? Nehmt dieses Wort zerstückelt's und nutzt es, ja? Nutzt die Weite des Reichtums und das ist genau der Punkt. Stellt euch mal oben hin und genießt diese Zeit und hört einfach mal zu, was das euch sagt. Und mit dieser Fähigkeit, mit diesen Worten in der Hinsicht zurückzugehen, um sein Leben weiterleben zu können, ja? Um da wieder Freude und Spaß dran zu finden. Das ist der Punkt, wo es immer wieder darum geht, einfach dieses Zurückgehen aus dem Wahnsinn, der da kommt, ja, in die Primärstruktur hereinzugehen und einfach da auch die Ruhe wieder zu finden. Es macht Spaß. Weißt du, was ich mir gerade denke? Darf ich ehrlich sein, Alex? Du, ganz ehrlich. Immer. Das sind wunderschöne Worte, die du hier findest. Aber noch haben wir keine Teilmobilisierung hier im Land, also noch nicht. Lass uns doch mal ein bisschen positiver werden, hey. Ja, stimmt. Nee, also. Ich habe Humor. Ich finde, wir brauchen Humor. Ich finde zum Beispiel sehr. Lustig oder interessant, dass wir in Deutschland, du und ich, wir heizen gerade Moskau. Weißt du? Wir heizen gerade Moskau, weil wir mit Gas aus dem großen Container. Mit unserem Geld. Wir haben doch Uniper gekauft und Uniper besitzt unter anderem ein paar Kohlekraftwerke um Moskau rum, die Moskau mit Strom und Heizung versorgen. Ja, wenn man das so sieht, ist das eine interessante Zusammenstellung der jeweiligen Firmenkonstellation. Bin ich ehrlich, ist mir in dem Moment ganz scheißegal. Ja, genau. Genau, und das passiert eben mit dir, wenn du den ganzen Tag in diesen Kasten guckst. Ja? Schalt ab. Es reicht schon, wenn du Betriebstagebuch guckst. Ja. Und dich wirklich auf die Dinge besinnst, die wirklich was wert sind. Und das heißt, Kollegium, die Möglichkeit, mal deinen Kollegen wirklich kennenzulernen. So, ne? Oh ja. Jetzt sind wir wieder weg von Energie. wir müssen positive Energie das Ganze betiteln. Positiv, ne? Hey. Was hältst du von Schokoladenkekse und Reichweite? Yeah, Schokoladenkekse und Reichweite. Ja. Ja, mein Lieber, 54 ja, Minuten. Wahnsinn, hey. Also Leute, es ist immer wieder, wenn es euch irgendwann mal
nervt oder ihr irgendwas habt, was euch nicht so behagt, schreibt es uns. Also ich liebe es mit David einfach in der Hinsicht, immer wieder eben dieses Fachsimpeln, dieses einfach davongleiten. Ihr merkt ja, in welche Richtung das gehen kann. Aber auf der anderen Seite wirklich auch, wir wollen das auch mit euch da draußen wirklich nicht nur teilen, sondern mit euch da wirklich auch in Diskussion gehen. Wir wollen das mit euch auch ausfetzen und es muss nicht immer jeder Meinung sein, aber es ist wichtig, dass man drüber redet und das ist das, was wir pushen wollen. Wir wollen euch dazu, ja, einfach animieren, uns da auch immer wieder beim Wort zu nehmen, uns immer wieder auch im, ja, Nadelstich vielleicht auch zu setzen, ja, wo wir gerne drüber diskutieren, ja. Und dahingehend, jetzt sind wir bei Minute 55 und David, es ist mir wirklich eine Monsterehre, erstens dich kennenzulernen oder dich kennen zu dürfen, das zu tun, was wir tun. Es ist für mich ein absolutes Vorrecht und ja, ein absoluter Spaß, genau diese Branche, so wie sie ist, zu begeistern, weiterzuführen, vielleicht auch irgendwo eine Ebene zu führen, mit dran beteiligt zu sein, dass sich was ändert. Ja, nicht nur zuzugucken, sondern voranzugehen und in Krisen einen den mehr da zu sein und das Ganze mit einem Lachen und sehr positiv und mit einer Freude einfach auch zu tun. Dahingehend, ja, sehr gern. Also ich bedanke mich ganz herzlich für wieder eine wunderschöne Runde mit dir. Und ja. Ich spiele den gesamten Ball wieder zurück, mein lieber Alex. War wieder mal sehr spannend und euch da draußen, auch wenn es euch vielleicht gerade kalt ist, aber es gibt eines, das wir jetzt brauchen und das ist positive Energie. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Reichweite, Freude und einfach ein Tick mehr Lachen, wie es im Großen und Ganzen vielleicht in der letzten Zeit war. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag heute noch. Genießt ihn in vollsten Zügen, wo ihr auch immer ihr steckt. Ja? Und wenn ihr einen warmen, gerade tollen Arbeitsplatz habt, dann genießt ihn mit einer Freude, weil es ist bei manchen Sachen nicht so. Deswegen, wir haben was richtig gemacht. David? Auf jeden Fall. Gutes Schlusswort. Servus. Servus. Vielen Dank. Ciao.